Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Diesmal mit dem Lenovo Legion. Und mit Tekken 8. Die Demo ist jetzt rausgekommen und jetzt habe ich gleich gedacht, hey, wisst ihr, was eigentlich ganz geil wäre? Die Tekken-Demo testen mit den ganzen Grafikeinstellungen, das heißt mit 720p, 1080p und 2K. Also mal schauen, wie die Performance ist. Okay, bis gleich. So, wir sind schon mal in Tekken 8 drin, in 720p. Ich zeige gleich den Energiemodus, den lasse ich überall gleich, der ist auf Leistung. Dem Ding habe ich auch drin, die Rahmenüberwachung, damit man sieht, wie viel FPS. Hier sieht man 0, aber hier oben in der Ecke sieht man 60 FPS. Wie gesagt, 720p. 60 Hertz lasse ich eh drin, bei den Kampfgames geht nicht mehr als 60 Hertz, also demnach sonst eigentlich nichts. Wie gesagt, auf Leistung, 720p. Und dann schauen wir gleich mal rein. Wir machen jetzt Arcade. Ich glaube, da sieht man es dann am besten. Ach, wir können die Grafikeinstellung bei Tekken mal nachschauen, was er da genommen hat. Kurz Moment. Ja, hier unten Optionen. Grafikeinstellungen. V-Sync machen wir mal an. Alles auf niedrig hat er jetzt genommen. Okay, es sieht schon aus, es wird das Spiel schon ein bisschen mehr brauchen, mehr Power. Bin ich jetzt gespannt. Also das ist jetzt Voreinstellung, er hat alles auf niedrig genommen. Machen wir einfach Versus mal. Spieler versus CPU, dann nehme ich das immer so auch gut. So. Nein. Also ich habe damals auch die Beta gezockt. Bei der Demo gibt es auch nicht viel Auswahl. Aber ist einigermaßen schnell, man sieht so. 60 FPS zeigt jetzt hier an am Charakterbildschirm. Das ist nicht mal mehr der Lore dabei, oder wie? Oh, yeah. Und rein in die Action. Get ready for the next battle. Oh, das ist... Hat Tekken Unreal Engine 5? Ich glaube schon, ne? Muss ich mal nachschauen, aber ich glaube mal ja. Also jetzt hat er 60 FPS. Es läuft auch flüssig. Ich glaube, man sieht's. Aber es sieht trotzdem gut aus auf niedrig, finde ich jetzt. So ein bisschen, damit man was sieht. Also die Bewegungen sind auch flüssig. So, jetzt sind wir wieder zurück auf 1080p. Okay. Ich habe jetzt selber ein bisschen herumprobiert. Ich habe jetzt bei Upscaling AMD FSR 2 Balanced gewählt. Und er hat auf Full HD jetzt trotzdem alles auf niedrig gestellt. Ich habe jetzt einfach ein bisschen rumgestellt und habe alles auf Mittelmann gestellt. Mal schauen, was jetzt rauskommt. Ob er Mittel will, ob er Mittel nicht will, aber ist immer gleich. Und gleich wieder in den Versus rein. Die rechte Seite ist ja der beste. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht immer. Ob ihr immer eine andere Seite nehmt. Also ich nehme mal rechts meistens. Ich finde aber schade, dass jetzt noch so wenig Charakter dabei in der Demo sind. In der Beta waren wesentlich mehr drin.
Das verstehe ich jetzt nur nicht ganz. Und ich hoffe, dass der Bob dabei ist. Bob ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ich weiß nicht, welcher euer ist. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben. So. Bin ich gespannt. Die FPS zu sehen ist immer ein bisschen doof, ne, da links. Er hat 47 FPS. Die sind echt schwer zu sehen. 54 FPS hat er. Und alles auf Mitte gestellt. Ja. Also Full HD, alles auf Mittel, AMD FSR 2 auf Balanced. Und er hat 54 FPS. Und das sieht echt gut aus, finde ich. Ne? Das kann sich sehen lassen. Nehmen wir das gleiche Pack mit der Chin, der Kasuya. So, da sind wir wieder auf 2K. Jetzt wird es eine Herausforderung, glaube ich, mit dem Spiel. Bin ich jetzt gespannt. Also, ich habe es doch mal da gelassen, damit ihr es alles seht. 2K. AMD FSR 2 Balanced und alles auf Mittel. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt wird. So, schauen wir mal. Gerade vorhin bei Full HD hat er 54 FPS. Jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen schwer. Aber für die Demo nur 4 Charaktere finde ich schon ein bisschen schwach. Da hatte ich in der Beta sogar mehr zum Testen. Oh naja. So, jetzt probieren wir mal den guten alten Pol. Bin halt jetzt echt gespannt, wie es performt auf 2K. Also wie gesagt, auf Full HD hat man gerade noch 54 FPS mit den gleichen Grafikeinstellungen auf Mittel. Das ist echt schwer zu erkennen, die FPS. Ui. Es leckt schon. Ui. Gerade mal. Ich glaube, gerade mal an die 30 FPS haben wir gerade gekratzt. Also so um die 30. Müssen wir doch ein bisschen zurückgehen mit den Grafikeinstellungen. Also wenn wir auf niedrig stellen würden, dann würde es wahrscheinlich gehen auf 2K. Kann man da keine Grafikeinstellungen vornehmen? Nein? Mitten im Match nicht? Wo das Computer ist? Okay, wundere mich. Okay, Moment. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Immer noch auf 2K. AMD FSR 2 balanced. Also auf niedrig. Aber es müsste jetzt eigentlich schon packen. Dann schauen wir gleich mal, ob wir jetzt ein besseres Ergebnis haben. Probieren den guten alten Pol nochmal. Aber 2K ist auch schon, das ist echt eine Hausnummer. Aber ich kapiere nicht, warum die Demo da weniger zu bieten hat als die Beta. Ja gut, der Story-Modus ist jetzt antestbar, ja, also mehr Spielmodusse. Auf eine Charakter und Elfen ist das weniger, glaube ich. Das du in der Beta mehr. Oh, jetzt sieht's schon flüssig aus auf jeden Fall. Die FPS sind halt echt schlecht zu erkennen. Aber oh, es läuft trotzdem. Es läuft trotzdem buggy. Also es läuft nicht ganz so schlimm. Aber ihr seht es ja selber. Also die lecken schon. Wenn du rüber gehst, dann siehst du es auch. Aber die FPS erkennt man halt ganz schlecht. 40 FPS, das kann auch gar nicht sein.
Also er zeigt mir auf jeden Fall um die 40 FPS an. Das kann eigentlich nicht sein. Das erkennt man halt echt schlecht, die FPS. Entweder ist das so klein, weil ich auf 2K gestellt habe, oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele FPS das sind, aber so wie sich das bewegt, wird das um die 20 FPS sein, glaube ich. Nicht 30 FPS gilt ja gerade so als spielbar. Ich tippe mal um die 20 sind's. Man sieht ja, wie buggy sich das alles bewegt. Also 2K funktioniert nicht. Aber Full HD wird auf Mitte funktionieren, das habt ihr ja gesehen, ne? Naja. Okay, also Fazit. Auf 720p und Full HD funktioniert es eigentlich ganz gut. Auf Full HD sogar auf Mittel. Natürlich auch auf 720p auf Mittel. Aber auf 2K, ja gut, das ist halt doch ein bisschen zu viel. Ich glaube, das ist auch Unreal Engine 5. Ich schaue nochmal nach, aber ich glaube schon. Und da braucht es halt doch mehr von der Grafik her. Aber eigentlich läuft es ganz nice. Also wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich um einen Kommentar freuen oder sogar ein Like. Also, oder ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Also dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.